Hallo und herzlich willkommen zurück bei Senua's Saga Hellblade 2. Ja, wir sind ja mittlerweile kurz vor dem finalen Showdown gegen Forkesters Vater. Und wir wissen auch nun, dass er der letzte Riese ist. Und deswegen würde ich doch mal sagen, gehen wir mal rein und wir versuchen unser Bestes, den letzten Riesen zu besiegen. You're nothing. They won't hear you. Aber ich denke, das wird ein bisschen schwieriger werden. Ja, immerhin. Wir? Er war es, nicht wir. Aber das war nicht so gut. Jawohl, sehr schön. Ja. So. Sehr schön. Oh, ich glaube, dagegen konnte man jetzt eh nichts machen, oder? Sehr schön. Ah, oh, nee, das war klar, dass wir es abkriegen. Oh, und nicht noch einen. Nein, einmal reicht. Komm schon. Ah, nein, nicht zweimal. Ah, das... Ja. Der Spiegel ist also wieder mal ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel. I will shine a light on your lies and they will see the truth. There are no giants, it's just you. Murderer! Will I kill you? Something is changing. It is changing. Can you feel it? All he has created. All of those lies. All the shadows. Komm schon, das muss... Jawohl. Schön, wie sie ihn jetzt nach und nach verraten, anscheinend. Komm schon. Jawohl. Ja. Ja, kann ich die Angriffe jetzt eigentlich mittlerweile blocken von ihm? Nee, den. Ja, gut. Komm schon. Na, den habe ich jetzt nicht ganz so kommen sehen. Komm schon. Do you really want the truth? Die wollen wir. Each person who follows you, you bear their weight on your back. Soon you will do anything to protect them, no matter what pain you inflict on others. And then you will find their belief makes you strong. And you will want to hold on to that strength no matter what. Komm schon, Senua. Komm schon. You are your
Do you see how they cling to you? Pleading. Do you see how their hands drag you down? You are everything. Wir sind alles. What would you do to keep them from harm? Alles, wahrscheinlich eine Menge. What would you do for the truth? So schätze ich sie zumindest ein. Was wird sie tun? Okay. Okay. All the questions answered. Truth burning bright to scour away the darkness. Shadows of horror and hate writ large on the sky. Phantoms made from fear. Darkness outside makes darkness inside. She sees it. But the darkness is inside her too. Ja, jeder hat eine gewisse Dunkelheit in sich. Even after everything, she loves. And if she loves, what will she do to save that love, to keep that promise? All the lost ones, when they find her, what will she do to protect them? All those names, all those lives. What will she do to hold them? Wisdom has a price. She is her mother's child. Mm-hmm. But she is also her father's. Gut, das auch, ja. Darkness is inside me. Ja. Not the way I thought. Yes, feel it. Yes, you can see it, can't you? It is his darkness. Your darkness. And it carves a path for me. Your blood in your bones. But I can't see where it leads. Haunting you forever. Of me wants to let go of the fear. Let go of my shadows. And be free. No more pain. No more doubt. Honored. Loved. Feared. Mm-hmm. Always true. Always right. Because they tell me so. Keeping them safe. Keeping their belief alive. No matter the cost. Is this my fate? Wahrscheinlich. Can I choose my way? Mm-hmm. There is always a choice. You taught me that. We will choose. Together. You decide. All her life she has been alone. She chose it. A shield to keep her heart from harm. A hymn to still the other voices. The ones outside. Not anymore. The
ones she saved, the names she found, they lift her up. So sieht's their aus. Hands reach out to hers. And now she reaches back to them. Her story is not written. There is always a choice. Ja. Das war Senua's Saga Hellblade 2. Puh, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht groß, was ich dazu sagen soll. Also es ist ein sehr starkes Ende, aber für mich persönlich auch ein wenig offen. Also es könnte sein, dass es noch einen dritten Teil gibt, jetzt so nach dem, was ich da gesehen hatte. Also, oder ich sag mal so, ich hoffe es vielleicht auch ein Stück weit. Also, ist ein schönes Ende in gewisser Weise, dass wir immer eine Wahl haben, die Geschichte zu beeinflussen. Es immer eine Wahl gibt. Ist ja klar. Aber so richtig wie ein Ende, sagen wir es mal so, für eine, ich sag mal so, großartige Spielreihe, für die es jetzt zwei Spiele umfasst, ist es meiner Erachtens nach noch nicht. Deswegen hoffe ich vielleicht mal, dass wir in, weiß ja nicht, ich weiß gar nicht tatsächlich, wie lang der erste und der zweite Teil auseinander liegen, aber in ein paar Jahren uns vielleicht nochmal wiedersehen in Hellblade 3. Und dann, ja, noch einiges Offenes vielleicht geklärt wird. Wir werden in naher Zukunft definitiv auch nochmal den ersten Teil auf YouTube spielen. Das habe ich mir so oder so schon so gedacht. Aber selbst wenn ich wahrscheinlich dann zu großen Teilen noch weiß, was passiert. Aber gut, das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ja. Kann man auch nur Ninja Theory und den Xbox Game Studios danken für dieses Spiel. Also, ich meine, ich habe jetzt dieses Jahr noch nicht viel von den neuen Spielen gespielt, weil es auch noch nicht ganz so viele gab. Oder, also zumindest jetzt nicht allzu viele, wo ich jetzt sage, okay, die haben mich so sehr interessiert. Aber bis jetzt, ich weiß, dass Senua's Saga Hellblade 2 ein bisschen in der Kritik stande, soweit ich das mitbekomme, weil ich wollte mich jetzt auch nicht spoilern lassen. Deswegen habe ich davon nicht viel gelesen. Also seht's mir jetzt nach, wenn ich irgendwie gerade Falschinformationen verbreite oder halt nicht genügend informiert bin, weil wie gesagt, für mich war das sonst zu groß, dass wir ich sonst gespoilert werde und das mag ich einfach nicht. Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist es bis jetzt das beste Spiel des Jahres. Das kann man gerne anders sehen. Also mir hat es auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, muss man jetzt halt tatsächlich wirklich mal gucken, wie wir das jetzt in der Bewertung widerspiegeln. Das ist jetzt noch so eine kleine schwierige Sache. Neuer Erzähler freigeschaltet. Du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Senuas Gefährten sind nun als Erzähler freigeschaltet. Wähle die anderen in eine neue Geschichte oder im Pausenmenü nach dem Start eines neuen Spiels. Ja. Gibt es denn so für Extras? Was bisher geschah? Senuas Psychose-Funktion. Weil die Folge ist jetzt doch sehr kurz. Ich hätte es eigentlich rein, ja gut, wäre die letzte Folge halt 35 Minuten lang geworden, schon noch dran packen können eigentlich. Aber gut. Ja. Puh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssten eigentlich, wie gesagt, die Bewertung, für mich ist es jetzt das beste Spiel 2024. Ich weiß ja nicht, was noch kommt, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade der 6.6. Also heißt, das Summer Games Festival steht noch bevor mir. Vielleicht wird da auch das ein oder andere Spiel, was dieses Jahr noch rauskommt, auch nochmal mit finalen Release angekündigt. Aber wie gesagt, für mich, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Kritiken waren. Die werde ich mir nach dem Video erstmal auf jeden Fall durchlesen. Ich bereue es nicht, das gespielt zu haben, definitiv nicht. Es ist definitiv ein super Spiel gewesen. Vielleicht
konnte es auch nicht ganz so an den ersten Teil anknüpfen, wie es sich vielleicht manche erhofft haben. Ich weiß es ja nicht so genau. Wie gesagt, ich habe mir die Kritiken noch nicht durchgelesen. Gut, ja. Wie gesagt, ich hoffe vielleicht auf eine Hellblade 3. Ich sag mal, das Ende lässt schon noch ein bisschen was offen, dass man daran anknüpfen könnte. Aber man könnte auch sagen, nach dem zweiten Spiel wäre es das jetzt gewesen. Sag mal, ich hoffe für mich, dass wir definitiv noch einen dritten Teil sehen, weil ich möchte eigentlich gerne nochmal in ein Abenteuer mit Senua gehen. Um nochmal zu sehen, wie sie dieses Mal ihre Ängste und ihre Dunkelheit in sich bekämpft und besiegt und vor allem auch, wie es jetzt weitergeht. Gut, was ich immer noch ein bisschen schade finde, dass Forchester tatsächlich dann doch gestorben ist anscheinend. Zumindest sah es ja so aus. Und ja, das ist das, was so ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, weil ich sag mal, die anderen beiden, Fargrimir und Astrito oder wie das war, sagt, sorry nochmal für, dass ich die Namen so wenig wie möglich verwendet habe. Die sind teilweise ein bisschen tricky gewesen. Ja, sind ja auch noch offen, was mit denen jetzt ist. Die haben wir jetzt dann kurz vorm Ende gesehen gehabt, dann nicht mehr. Wer weiß, was ist und wer weiß, wie es jetzt auch weitergeht in dem Land, weil so richtig aufgeklärt wurde es das nicht. Vielleicht, was auch noch eine Option wäre, ist, dass vielleicht ein DLC zu Hellblade 2 kommt, was noch ein bisschen was erklärt oder irgendwas. Das könnte ich noch für möglich halten. Oder wie gesagt, meine Hoffnung ist halt vielleicht auf den dritten Teil. Aber gut. Ja, jetzt haben wir ziemlich lange geredet. Es steht auch immer noch aus, wie viele Punkte ich gerne verteilen würde. Ich habe gerade mal schon mal auf meine Liste geguckt. Also mein aktueller Top-Platz oder sagen wir es mal so, mein aktuelles Top-Spiel ist ja The Last of Us mit 9,4 Punkten. Senua's Saga Hellblade 2 würde ich definitiv da drunter einordnen. Und zwar würde ich, glaube ich, sagen, wir geben den ganzen, ja, 9,2 Punkte. Also definitiv noch, hat mir sehr Spaß gemacht, aber das Last of Us Part 1 war dann, oder generell der erste Teil von The Last of Us war dann für mich noch besser. Aber gut, man kann die beiden Spiele jetzt auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Das ist ja dann noch auch wieder ein Fakt. Gut, nichtsdestotrotz auch, jetzt müssen wir langsam mal zum Ende kommen. Ich konnte das erfolgreich auf 18 Minuten alles strecken, damit das dann doch nochmal ein akzeptabler Abschluss ist, anstatt einfach nur 12, 13, 14, 15 Minuten. Wie gesagt, 9,2 Punkte, meine Hoffnung auf ein Hellblade 3 oder ein DLC vielleicht wäre oder ist da, sagen wir es mal so. Wir wissen jetzt nicht, was Ninja Theory und die Xbox Game Studios noch geplant haben. Und wie gesagt, ich hoffe, ich bin nicht mit meiner Meinung alleine, dass das eins der besten Spiele dieses Jahres ist. Wir werden es sehen. Gut, nichtsdestotrotz, ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr bei dem Nachfolgerprojekt von Senua's Saga Hellblade 2 ebenfalls wieder mit am Start wärt. Aber bis dahin, ciao!